Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Robbengeschichten. An meiner Seite sind natürlich die edlen Piraten, Mr. Krebs Tunte und Mr. Tunte Tunte Mene. Hallo. Hi. Ivan ist immer der Alte. Und natürlich Ivan der Eiserne. Ja, ich bin auch mit dabei. Ivan der Hühnerfuß. So, warte mal, die Dinger sind oben. Wir drehen das Schiff. Wir haben nachgeguckt, wo wir ungefähr hin müssen. Da werden wir jetzt hinfahren. Also mit nachgeguckt meint er, wir haben in die Kommentare geguckt, die ihr uns geschrieben habt. Natürlich. Natürlich. Warte, ich helfe dir. Wir hatten hier schon wieder gelenkt. Aha. Du machst ja auch mal einen Finger krumm, Mr. Ja. Mr. Krummbeutel. So, Segel setzen, auf geht's. Segel setzen. Oh, jetzt wird's aber hier extrem. Ja, Segel setzen, komm. Wusch. Und ein Winkel. Weißt du, wo wir hin müssen? Ja, nach Nordwesten. Aber du kannst es mir ruhig noch mal genauer sagen, wenn du Zeit hast. Ja, erstmal Nordwesten. Da bricht. Da qualmt hier ein Berg links von uns. Nicht, dass das hier wieder so ein feuerspeiender Vulkan ist. Na, der explodiert doch gerade ziemlich doll. Jo, Achtung, Scheiße. Das geht los. Ich hol schon mal einen Wassereimer. Sagten die beim Vesuv auch immer. der Vesuv bricht. Ja, ich hol schon mal Wassereimer. Alles gut, Leute. Naja, man weiß ja nie, ne? Oh, Alter, da kommen ja ganze Autos rausgeflogen von der Größe hier. Was sind Autos? Haha. Machst du auch Nordwesten? Nee, ich versuche erstmal ein bisschen den Vulkan zu umfahren. Ach, jetzt straight Nordwest, wir werden nicht getroffen. Okay. Nein, gar nicht. Beim letzten Mal sind wir auch nicht getroffen. Wir haben eh keine Schiffe, keine Schätze an Bord. Ja, aber du weißt ja nicht, wo wir dann spawnen, wie weit wir dann fahren müssen. Ah, jetzt! Oh, ey, mitten ins Verderben. Quatsch. Ja, je näher man, das haben Frodo und Sam doch auch gemacht. Je näher man am Bösen war, desto weniger gehen sie davon aus, dass das Böse wie in der ersten Reihe in der Schule, ne? Da kannst du die meiste Scheiße bauen. Der Lehrer guckt immer nur nach hinten. Ist so. Mm. Nee. Und dieser Vulkan würde uns... Guck doch mal, wie weit die Sachen fliegen. Da ist doch nichts, was in der Nähe des Vulkans einschlägt. Nee, gar nicht. Ey, es wird nicht gut aufgehen. Könnt ihr die Segel nochmal optimieren? Nein. Ja, ich optimiere. Also ich zum Beispiel das große Segel erstmal setzen. Alter, jetzt kommt was. Aber wir werden zum Glück nicht getroffen. Ich sehe leider auch nicht, wo die Dinger geflogen kommen, weil genau die Segel... Die Segel sitzen doch gut. Sei froh, dass du es nicht siehst. Die kommen sehr nah mittlerweile. Ich lache über diesen Vulkan mit meiner, mit meinem Band. Okay, jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Yay! Aber nicht getroffen, du Loser-Vulkan! Oh fuck! Das klingt hier wie Silvester, ey! Alter! Sieht das geil aus, ey! Nix trifft da! Jetzt Ascheregen! Oh! Oh, alte Scheiße, ey! Es ist, wie ich sagte, je näher man ranfährt, desto weniger trifft er. Ja, natürlich, und umso mehr spuckt er aber auch. Au! Oh! Der hat dich genau getroffen! Richtig so! Ja, genau so! Je näher man kommt! Ich spring mal grad von Bord! Spring mal einfach von Bord, genau! Ja, aber dann müsst ihr den Anker holen! Scheiß auf den Anker! Gott, sich doch wieder an Bord beamen, das passt doch! Hol den Anker! Oh fuck, Alter, jetzt nicht! Da wären wir doch abgeschossen! Nein, ich bin doch gleich schon da! Ja, das ist genauso realistisch wie dein, je näher wir rankommen, desto weniger driftet es. War es sicher oder nicht? Es war überhaupt nicht sicher. Du hast gebrannt. Ihn halt sehr provoziert. Du hast gebrannt. Und das fand ich gut. Als ob das Spiel gehört hätte, dass du arrogant warst. Also ich mach den Anker jetzt wieder hoch. Ich hoffe, du bist gleich da, Bruder. Ja, ich bin sofort da. Alter. Warte, noch nicht! Ah, jetzt fahrt ihr schon! Ja, Mann, mach hinne! Ja, ich bin doch da! Aber jetzt fährt ihr weg! Eieieiei! Hey, ihr Spacken! Mach den Anker hoch! Runter! Ja, der ist hoch! Oh, Leute, ich bin doch fast da! Ja, nun komm doch, Mann! Da kann ich mal gucken, wo wir hin müssen. Das passt eigentlich ganz gut. Alter, oh, unser Schiff da ist übrigens am Sinken, ne? Hier, Brett und so. Was? Unser Schiff sinkt. Ja, dann machen wir was. Ja,
Hab ich. Schiff reparieren. Bumm, fertig. Ich lenze hier ein bisschen. Hat nur einmal getroffen. Richtiger Loser-Vulkan. Dragon's Fall nach links. Also mehr West. West, Nordwest. Bist du immer noch nicht an Bord? Ja, weißt du, ihr seid aber wieder weggefahren. Ja, heul. So, jetzt. Bin wieder da. Achtung, da kommt was. Jetzt bewegt dich! Aber bewegt dich! Stellt sich nur daneben und schimpft, ne? Hilft nicht. Das ist eine Arbeitseinstellung, ey. Also Segel steht perfekt. Ja, natürlich. Hui, jetzt gibt's hier aber ordentlich einen Schub. Auch ein nettes kleines Inselchen hier. Ja, und da hinten waren übrigens schon wieder Treibgut. Du und dein Treibgut, ey. Ja. Da gibt's so viel Sachen, die man da bestimmt rausholen könnte. Ich lass deiner Freundin erzähle, wie du die immer nennst, ey. Treibgut. So. Jetzt wird schon wieder so diesig hier. Ich mach jetzt hier Kampfübungen. Auf dem Mast. Spring. Das war genau. Ja. Du hältst dich jetzt nur mit deinem Hühnerfuß da fest. So, leite mich mal zur ersten Insel. Ja, ich geh mal gucken. Hier ist aber echt steife Brise, du. Ja, hier ist ein bisschen Welt. Fahr mal. Ja. Fahr mal, welche nehmen wir denn? Nehmen wir die ES. Ja, dann geradeaus. Okay. Vielleicht ein Ticken. Was ist Backbord? Da doch links. Rechts oder links. Backbord dann ein bisschen links. Rechts. Also ein bisschen Steuerbord. Minimal aber nur. So? Ja, reicht schon. Haben wir eine Banane? Warum willst du eine Banane? Ich brauch was zu essen. Ach so. Ich wurde schließlich gerade von einem Ding am Kopf getroffen. Ey, und sein großes Maul. Ah, der Vulkan, der macht dann nichts. Ja, wer hat denn überlebt? Ich zeig dem Vulkan nochmal einen Stinkefinger. Wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ist weg. Domene, siehst du die Insel? Ja. Die ist es nicht. Okay. Oh, mal gucken. Guck mal nach links. Aha. Bisschen links, bisschen Backbord. Der Smoothie hat gerufen, Essen ist fertig. Dreckige. Fehlt noch Würze. Ja, jetzt steuerst du genau drauf zu. Bleib so. Nee, komm. Nee. Fahr wieder rechts. Wir fahren rechts an die Insel. Weil da ist der Strand. Rechts. Rechtser. Rechts. So, und jetzt gerade werden. Entschuldigung. So, jetzt perfekter Kurs. Ich komme mal wieder hoch. Siehst du sie? Ja, aber wir müssen uns ja noch... Hier ist es. Liar's Backbone, so. Ist hier müssen wir da jetzt an Land, oder? Nee, wir müssen nach einem Wrack Ausschau halten. Aha. Also das ist auf jeden Fall Insel Nummer 1. Dann fahr doch mal auf die Insel, vielleicht gibt es noch ein bisschen was zu holen und dann können wir da mal nach dem Dings gucken. Willst du wieder Treibgut, oder was? Sag mal Anker. Ja, nee, noch nicht. Anker! Jo, und tschüss. Wie die Qualle da reinspringt und der Meeresspiegel einfach direkt steigt. Insel, wo ist die Insel? Blub. Ich besorg dir nochmal Bananen, Alter. Geil, Banana. Würmer, geil. So, hier liegt direkt meine Kiste mit feinen Gewürzen. Karrierepirat, du hast deine erste Beförderung bei einer Handelskompanie erworben. Wie hast du das hingekriegt? Keine Ahnung.
glaube ich, etwas verspätet. So, dann gucke ich mal. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube schon. So, gucken wir mal. Was steht denn hier noch? Okay, jetzt müssen wir nach links zu Tree Rock Isle und dann zur Schiff. Ich drücke immer auf Tab. Warum drücke ich eigentlich immer auf Tab? Platz auf Schiff geladen. Logbuch aktualisiert. Aha. Klar, ich bin Mr. Schatz. Ich bin ja wirklich ein Schätzleck. Du bist der Schatz. Ein Schatz im Hinterstübchen. Im Silbersee. Oh, warte mal hier. Bisschen Holz, bisschen. Ah. Ja, komm, nehmen wir mit. Ein Hebel. Benutze ihn. Oh, hier ist ein. Guck mal hier. Ich habe. Oh, Look Banana? At this. Nee, danke. Wie? Hebel, was hast du denn hier? Wo soll man denn hier? Oh, ich glaube, ich bleibe hier. Das wird mein neues Reich. Was ist denn das hier für ein Puff? Lesen. Flame. Die allmächtige Flamme wird emporsteigen. Das Ritual okay, wird hier ist, Flame hat es versteckt durchgeführt. Hier ist irgendein Rätsel. Aha. Nein. Lesen. Lord. Kann man hier mal das Rätsel lösen? Ja, guck mal, hier sind aber diese Teile dran. Diese Markierung. Ja, Markierung, aber. Ja, aber pass auf, ich beschreibe dir die erste Markierung. Die erste Markierung. Ja, aber ist von wo gehen wir aus? Ist ein T mit drei Strichen drüber. Moment, das ist ja jetzt kompletter Bullshit. Ups. Nee. Wie viele Markierungen haben wir denn insgesamt? Drei. Eins, zwei, drei, vier. Drei. Fünf sind's. Und das sind aber nur vier Dinger. Fünf? Ach, hier unten ist auch noch eine. Da ist auch noch was, okay. Lord. Die kann man übrigens lesen. Ach so? Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die aschengrauen Lords werden emporsteigen. König Flameheart's Armee wird zurückkehren. Ja, das wollen wir nicht. Naja, warte mal. Und hier steht, was steht denn hier? Lesen. Art? Gold. Der Goldsammler wurde getötet. Ich diene jetzt einem neuen Meister. König Flameheart. Und hier? König. Naja. Gold, was hatten wir? König, Gold, was war noch? Ritual. Das Ritual ist fertig. Die Crew von der Black Bish wurde versiegelt. König Flameheart's Wünschen wird entsprochen. Ja, mei. Ja, die ist jetzt blöd. Okay, also. Wir müssen das Herz zum Brennen bringen, würde ich sagen. Ja, wenn du es nur drehst, bringt nichts. Du musst auch den Hebel immer ziehen. Ist schon klar. Also, warte mal, haben wir hier das hier noch? Mach mal, warte mal, wo ist denn das, wo ist denn die Hieroglyphe für das eine da? Wo ist doch für alles? Heart, Gold, Ritual, wo ist denn? Muss doch noch. Muss pass auf, noch weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen Lord Flame Heart. Warum? Ja, naja, weil der Typ so heißt. Sinn. Der heißt so. Und was ist Lord das Zeichen? Lord ist das T, was schon eingestellt ist, meine ich. Mit den drei Strichen oder ja. Mit dem. Ja? Ja. Nee, Lord, Entschuldigung. Lord ist das T mit dem Bogen rechts oben dran. Also Heart, kannst du das letztes machen, ist dieses mit dem Punkt, dieses gedrehte G. Ja, das, was jetzt in der Mitte ist, ist ja, das Lord. Gibt's aber nicht. Das gibt's aber nicht links außen. Okay. Gibt aber auch kein Flame. Gibt's überhaupt nicht. Oder? Na Mitte, wie sieht ein Flamme aus? Hast du dir einfach ausgedacht? Ja. Rede. Ha. Nicht? Ah! Hör mal auf. Ich hab's. Nicht du hast, ich hab gedreht. Das gedreht? War nämlich das die Flamme. Na aber toll. Was ist jetzt passiert? Leer. Naja, Kacke. Dann warte mal, da müssen wir. Was hat denn jetzt eingestellt? Ja, der Brilli hat's gerade verstellt, warte. Das hier war. Das war's. Und was heißt dieses V? Flame, dachte ich. Gold heißt es. Ah, nee.
Ich denke, es ist. Ja, aber was ist da drin? Nichts, ja, oder nix. Was? Was ist mit diesem Ritual, was aussieht wie so ein M mit zwei Strichen drüber? Hier gibt es übrigens auch noch. Achso, das ist der Hebel zum Rausgehen. Muss es doch irgendeinen Hinweis geben. Warum ist das jetzt aufgegangen und warum ist da nichts drin? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier gibt es bestimmt auf der Insel irgendwo einen Hinweis. Sollte man meinen, ja. Warte mal, ist hier hinten nicht noch irgendwas? Wir sind so schlecht in diesen Rätseln. Oh, da ist ein, was ist das? Ist er das? Wer hat da geschossen? Captain Wheeler the Steeler. Aua, Penner. Okay, 8 von 10 Captains haben wir jetzt gekillt. Belohnung erhalten. Für Stufe 21. Also ich habe jetzt einen Schädel. Wir sind so schlecht mit diesen Rätseln, das ist unglaublich. Das gibt's doch gar nicht. Kann nicht so schwer sein. Haben wir das Herz auf? Wir haben es ja gelöst. Ist ja, aber warum ist nichts drin? Das kann ja nicht sein. Ja, das ist ja die Frage. Na komm, wir fahren zur nächsten Insel. Okay, okay. Wahrscheinlich beißen jetzt wieder alle möglichen Leute in ihre Tastaturen. Ich glaube nicht, dass mein einer Zuschauer da so emotional wird. Alle, alle. Ja. Ich glaube, der eine Zuschauer ist der Brilli. Auf jeden Fall. Der disliked immer. So, wartet, ich komme an Bord. Sagst du mir wohin? Jo. Wie belichtest du den Anker? Selbstverständlich. Sekunde, ich bin noch nicht an Bord. Ja, bis der Anker gelichtet ist, bist du da. Ja, eben. Fang an zu lichten. Ich lichte. Muss lichte, alles aber dann abgestimmt sein. So, ich gehe gucken, wo wir hin müssen. Also die Insel haben wir. Haben wir nichts gefunden. Dann Nordwest. Jo. Dann Tree Rock Isle. Also ich möchte mal festhalten, so für die Geschichtsbücher, wir sind momentan relativ schlechte Piraten. Nein, 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 nein. Doch, doch. Nur weil wir kein Treibgut einsammeln. Ja, außerdem, das ist leichte Beute, aber ihr weigert euch da immer, ihr Pisser. Ja, aber gute Piraten wollen keine leichte Beute, die wollen geile Beute. Geile, ja, aber so, besser ist leichte Beute als gar keine Beute. Ist was dran. Naja. Ich brauche eine Banane. Also ich hatte mal ein Fass leichte Beute, das war so ein Pulverfass. Ich denke, auf das hätten wir verzichten können. Na, wer hat denn den einzigen Schatz hier an Bord geholt? Die Kiste mit feinen Gewürzen, hä? Wer hat denn hier den schönen Dings an Bord geholt? Da hinten ist es schon, Mene. Den Schädel. Außerdem, warte mal, er sagt doch hier immer, es gibt hier irgendwelche Belohnungen und so ein Zeug. Mene? Ja? Beutepass. Ich glaube, du musst weiter links. Okay. Das ist die Insel. Nee, lass mal. Reicht, reicht. Wir halten auch bei der Insel wieder rechts daneben. Bisschen okay. Rechts, bisschen ja. Rechts. Ja, mache ich doch schon. Das Schiff braucht immer einen Moment. Merkst du es, wie es nach rechts geht? Ja, merke ich. Ja, so ist der Ruck nach rechts in Deutschland, weißt du? Ja. Ich glaube, der ist aber ein bisschen doller als das bisschen rechts. Wahrscheinlich. Das erzählen die Rechten immer. Das wäre nicht so schlimm. Das ist schon ziemlich schlimm. Da hinten. Du legst es ja zwischen mit den Felsen. Sehe ich das? Du legst es ja mit deinem neuen Twitter-Account auch schon wieder drauf an. Oh, das sind das Bäume. Ich glaube, das sind Bäume oder was ist das? Ja, das sind Ausgucke. Leute, ist jemand beim Anker? Ich bin quasi in der Nähe. Anker. Ja. Anker. Ja, Anker ist.
Sehr gut. Übrigens habe ich mal gelesen, dass das gar nicht so geil sein soll, was wir immer machen. Eigentlich hier mit einfach Anker raus. Warum? Ja, weil sollte, also entweder haben sie es rausgepatcht oder so, aber das Schiff kann dadurch wohl beschädigt werden. Aber ob es so ist, weiß ich nicht. Nee. Wir machen das schon ziemlich richtig. Liegt ein leuchtender Schädel auf dem Boden des Meeres. Den hebe ich jetzt mal auf. Heb ihn doch mal auf. Ich bin, okay. Glaube ich, hab so, ich bin gefühlt der Einzige, der die Fässer plündert hier. Insel. Kann das sein? Nee, ich war nur durchs Gelände. Ach so. Ja, gib mal cool. Ja, Mann. Logbuchachse. Da sind doch noch welche hier, du. Hier ist ein Beiboot. Ins Inselbuch. Beiboot. Lass das Beiboot mitnehmen, Leute. So. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Wie denn? Ich möchte mal mit dem fahren. Ja, ich fahr du mal. Beiboot durchfahren. Mach mal, es macht extrem viel Spaß. Du kannst mich ja mitnehmen. Wie geht denn das? Ja, du wolltest fahren. Aber ist das jetzt schon im Wasser? Sieht nicht so aus, oder? Ah, D, um zu rudern. Du musst dein Ruderboot erstmal ins Wasser schieben. Ja, ich kann es nicht anschieben. Mein hühnerbeiniger Freund. Doch, du musst hier ans Heck gehen und dann kannst du hier schieben. Ah, guck mal einer an. So, und jetzt kannst du mich mitnehmen. Du darfst rudern und ich... Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wo ist denn unser Boot? Ach da. So, du musst auf die Ruderbank. Wie geht denn die Ruder? Ja, war ich doch gerade. So, A und D halten, um zu rudern. Ja, aber du musst das, also du musst wirklich rudern. Also einfach nur gedrückt halten bringt nichts. Du musst quasi immer wieder... Wie lenke ich? Ja, genau, wie man halt im richtigen Ruderboot lenkt. Ah, Leute, ich hab gerudert. Ich war im Ruderverein, ich kann das. Ja, das ist aber was anderes. Aber ich war auch jahrelang im Skisprungverein, das kann ich nicht so gut. Siehst du? Ja, weiter, komm, hopp. Ja, er ist dran. Hast du einen Schlaganfall oder was? Das macht doch was. Es ist nicht so einfach. Ach, wirklich? Eigentlich schon. Wo fahrt ihr denn hin? Ich weiß nicht, wo der Dicke hin will. Du bist falsch. Ja, ich muss drehen. Falsche Richtung. Er benutzt es nicht. Da guckt er einen an, seine Koala-Ohren, ey. Reinige nicht immer meine Ohren. Was sind denn Koala-Ohren? Ja, ich muss sie dir doch mal angucken. Dafür nur der Pelzbesatz. Dann hat so richtig Koala. Was? Hallo? Was ist jetzt passiert? Jetzt hat er sich so angestrengt, dass er von der Ruder weggefloppt ist. Oh Gott. Wir müssen ein bisschen weiter nach rechts. Ja. Ja. Ich bin dran. Seid ihr immer noch nicht näher? Ja, wie machen wir das Boot dann fest? Ja, hinten. Lass mich nur machen. Ah ja. Ah ja, also, findest du unser Boot jetzt noch, wo ich das Licht ausgeschaltet habe? Sag mal, suchen wir nicht hier. Also ist kein Wrack, das ist bloß so Kelp oder so ein Zeug. Okay. Oh, du fährst gleich vorbei. Stopp. Ja, alles gut jetzt. Mann, lass mich doch mal. Jetzt ist er in falsche Richtung. Ich geh doch. Du bist zu schlecht. Und du warst im Ruderverein. Na, keine Ahnung. Jetzt weiß ich auch, warum du sagst, du warst im Ruderverein. Ich gebe doch überhaupt kein Gas. Der ist der Einzige, den sie rausgeschmissen haben aus dem Ruderverein. Ja. Na Schnucki, haben wir das heute noch, oder? Ja, ich bin doch dran! Eieieiei. Ei. Ja, rammt er unser Boot. Cool und donk. Super. Nee, warte mal, das war falsch. Wo willst du denn jetzt noch hin? Warte mal. Ach, scheiße. Ich lichte mal einen Anker. So! Perfekt. Oder? Huch. Hä? Tatsächlich, wie hast du denn das gemacht? Ja. Wie hast du denn das hingekriegt? Ja. Ich bin einfach der König der Weltmeere. Na dann, König. Ja, nice. Mach mal einen Anker los. Ja, ich geh gucken, wo wir hin müssen. Oder weißt du das schon? Ich mach Anker. Ich hab schon geguckt, aber du kannst mich natürlich gerne leiten. Wir 24 so Minuten haben wir schon. Südwesten, ne? Ja, wir machen jetzt gleich die Folge. Aber die Folgen sind momentan, wir sind momentan nicht so produktiv. Wir sind immer produktiv. Ja. Wow. Warum blubbert die See da hinten so? Wo? Na, überall eigentlich. Weil Wind? Aha. Wenn so Gichtkronen weggetragen werden, dann heißt das ja nicht immer, dass der windig ist. Guck mal, da hat er so ein Fass. Ja. Bitte was?
So, jetzt musst du mir doch nochmal sagen, wohin. Ich glaube hier so links. Was für ein Fass? Da ist sie doch schon, ach so. Die kleine da. Okay. Ja, hast du einen Sniper dabei, dann kannst du da... Ich denke doch. Was finden wir? Ein Frack, ne? Müssen wir, ja. Ich glaube ja, dass Frack. Die Mission nicht aktiviert ist. Aber dann wärst du doch aus der Liste raus. Doch. Guck mal, also wenn ihr hier auf Missionen geht und dann auf Seemannsgarn, dann haben wir doch The Sea Bound Soul. Was denn? Trottel, ich hab's. Kommt mal hier runter. Anker. Scheiß auf den Anker. Liebe, es reicht, wenn du abstimmst. Ich hab's dir da hingelegt. Komm. Hier, unter der Treppe. Hallo. Ja. Da. Wir sind echt doof, ne? So. Ich habe die da hingelegt und dann müssen wir natürlich abstimmen. Und jetzt geht sie weiter. Wir sind echt dämlich. Leute. So, Folge zu Ende. Machen wir die Folge zu Ende. Ich bin natürlich nicht nur der Captain der sieben Weltmeere, sondern auch noch Missionsreiter. Wie sagt man? Macher. Ja, total. Ich sage tschüss. Macht es gut. Und bis vielleicht lasse ich von meinem Esprit in der nächsten Folge auch noch etwas sprudeln. Also, wieso steht eigentlich... Ach so, das hast du dir gekauft. Ne, Jungfernfahrer. Ja, alles klar. Gut, ja. Wir sagen tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.